Heute geht es um unseren Studiorechner, der hier hinten schon im Gebrauch ist, den Zusammenbau und Teile. Ich sag euch so ein bisschen, was ich an Teilen verbaut habe. Alles weitere gleich nach dem Intro. Ja, heute schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist Darkies Hardware World, euer Darkie. Ja, es ist soweit, ihr kriegt ihn endlich zu sehen, den Studio-PC. Wir haben ja nun einige Teile, haben wir euch schon viel vorgestellt. Angefangen mit dem Charcoon Elite-Gehäuse. Das steht hier schon, wie man sieht, ist der Rechner schon in Arbeit. Dazu haben wir natürlich das Gigabyte Aorus X570 Elite. Und als CPUs verbaut ein Ryzen 3600. Na, und ja, dann geht noch ein bisschen Filifanz da rein. Dann haben wir hier nochmal zweimal Corsair Vengeance, wenn ich das richtig ausspreche, 3200. Davon sind 32 GB verbaut. Des Weiteren haben wir hier noch drei Shark Blades von Charcoon in der Front, einen im Heck und als AIO Wasserkühlung ist es die Kraken 280 mm, ne, die 62 und ja, als Grafik haben derzeitig noch verbaut die Aorus Extreme GTX 6060 mit 6 GB, ist noch am Start, soll verkauft werden und dann kommt hier vielleicht mal eine AMD-Karte rein von der neueren Generation, aber so mit 8 GB. Ich bin da noch am Zweifeln, ich weiß noch nicht, wie wir das genau machen. Schauen wir mal, aber erstmal muss das Ding weg und dann habt ihr auch schon einen Interessenten für und dann gehen wir mal weiter. Jetzt will ich aber auch nicht mehr so viel quatschen, das sind so ein bisschen die groben Daten. Ach ja, als Festplatten haben wir noch verbaut die MP510, na, also ein bisschen Teile vorstellen, sollte man ja auch machen, ist eine Corsair. Sehr schnelle, davon habe ich noch einige am Start, na, und als Massenspeicher ist eine 1 Tera Seagate verbaut, eine 2,5 Zoll und eine Samsung 860 oder 870, weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Dings, also bitte 500 GB. Reines SSD-System, derzeit hängt noch eine 3 Tera WD hinten in der Docking Station, aber die werden wir hier nicht nutzen, die wird anderweitig verbaut. Das Ding soll zum Zocken sein hier und auch für Streaming und, wenn es dann wärmer geworden ist. Jetzt will ich auch nicht weiter quatschen, ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Ich will euch erstmal im ersten Part mitnehmen zum Zusammenbau und ein bisschen Kabelmanagement, da wird sich wieder Großvater Tod freuen. Ne? Ich hoffe, ich habe diesmal einigermaßen vernünftig hingekriegt. Kabelmanagement ist nicht so ganz mein Ding, man muss nicht alles können. Ich bin eher so der Hardware-Schrauber und halt eben für andere Software-Angelegenheiten und sowas. Gut, ausgequatscht. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Zieht euch den ersten Part rein. Im zweiten kommen wir dann zum Spiele- und Leistungstest und den anderen Quatsch und RGB-Show. Reingucken habt ihr jetzt schon mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und ich möchte euch gerne mitnehmen zum, naja, ich zähle auf euch, zum Hardware-Check.
So, ich muss das Ganze mal frei anmachen. Die 5 Volt RGB-Platine, die habe ich hier umsetzen müssen. Und dann schauen wir mal so langsam runter. Ja, es ist ein dicker Strang, zwei dicke Stränge geworden, hilft nur nichts. Ne? Ich musste das einigermaßen vernünftig hin. Ja, man sieht das hier auch nochmal. Da ist die 1 Tera verbaut, die Toshiba als 2,5 Zoll Platte. Wir hätten jetzt noch Platz, um da noch eine größere oder eine 1 Tera hinzusetzen. Habe ich auch noch, vielleicht mache ich das später auch noch mal, schauen wir mal, also als Massenspeicher. Vielleicht verbaue ich da auch noch die 3 Tera, das muss man mal gucken. Ja, kann ich mich noch nicht so wirklich entscheiden drüber, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen vernünftig hingekriegt. Kabelmanagement ist nicht, wirklich nicht mein Ding, aber naja gut, man muss auch nicht alles können. Unten hätte man jetzt noch Platz, noch eine weitere 1 Tera da unten zu verbauen, also Platz ist hier in dem Gehäuse noch. Na? RGB läuft, was wollen wir mehr? Na, hier nochmal ist der, ich gucke nochmal, ob man das genau sehen kann. Da ist der Anschluss für eigentlich Reset. Kann man dann halt nochmal über die Dinge steuern. Platz haben wir auch noch für weitere 5 Volt Anschlüsse. Das sind die 4 Pin Stecker, wo einer dicht gemacht ist, also bis 3. Steht da auch ganz groß, wenn wir das näher ranholen, auf 5 Volt. Ja, wie gesagt, ich muss das freie Hand heute machen, weil der Rechner ist schon fertig und ich habe es einfach verschwitzt. Gut, das war jetzt das Kabelmanagement, dann sehen wir uns gleich zur Endbesprechung. Bis gleich. Ja, wie man sieht, ne, Kiste ist ja nun fertig, im zweiten Part kommen wir dann dazu, die ganzen Tests zu machen, Leistungen, was bringt so ein 3600er, was bringt das Elite, Aorus Elite Board, ne, das X470. Und halt das Elite Gehäuse. Passt alles schön zusammen von Chacoon. Ich finde, es ist ein stimmiges System geworden. Kommt auch noch mal eine Platte hinzu, die habe ich noch im Schrank, eine Delta RGB. Schauen wir mal, momentan ist noch die Samsung verbaut als zweite Platte. Wir haben noch einen Tera drin, zusätzlich als Speichermedium. Aber ja, jetzt lässt sich da eine Frage, was kostet der ganze Spaß? Ja, das findet ihr in der Videobeschreibung, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Oder im Titel, das schaue ich mir nochmal. Ich muss das Ganze nochmal zusammenrechnen. Ich habe einfach nicht zusammengerechnet. Es läuft stimmig, ich bin zufrieden. Und im zweiten Part ziehen wir uns halt dann die ganzen Spiele, Tests rein, Leistungstest und. Und vielleicht habe ich dann noch eine RGB-Platte mehr verbaut, denn kommen wir da auch noch mal zu. Die Delta hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Ich habe diesmal eine übergeblieben und wie gesagt, die meisten Teile habe ich euch ja schon gezeigt. Ich packe das Ganze wieder in die Videobeschreibung und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich das Ding zusammengebaut habe. Na, ist immer viel Arbeit, aber macht auch Spaß irgendwo. Und jetzt haben wir hier ein anständiges System, was ich für die nächsten Jahre auch nutzen werde. Also hier wird nichts mehr dran gemacht. Hier kommt weder ein 10-Kern, 12-Kern oder sonst mit irgendwelcher Firlefanz rein. Nee, der 3600er ist hier oben ausreichend. Reicht auch zum Zocken, wenn es denn wärmer geworden ist und ich hier nicht mehr heizen muss. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch ein Abo da, hebt einen Daumen in die richtige Richtung, freuen wir uns drüber, wir können es gebrauchen. Und wer den Kanal supporten will, kann das auch tun, findet ihr alles in der Videobeschreibung, entweder Affairs-Link, PayPal und so weiter. Würden wir uns drüber freuen, wir können es gebrauchen, sind ein kleiner Kanal. Na? Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Wie üblich, und nächste Video ist auch am Start. Wir haben noch reichlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns wieder zum zweiten Part, weil da geht es dann nämlich um die Leistung. Na, ich sitze hier oben ganz gerne, aber leider ist es ein bisschen kalt zurzeit. Ja, ich hoffe, es wird bis langsam, geht es auf den Frühling zu, dass man hier wieder mehr machen kann. Gut, das war's an meiner Stelle. Ich kann mich nur noch von euch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming, Software, Hardware-Check. Mal sehen, schauen wir mal. Aber ich hoffe, bis auf jeden Fall, ich zähle auf euch, bis zum nächsten Hardware-Check.